Hey Leute und herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Coach und wir befinden uns noch in Meridian und jagen jetzt noch die Bösewichte. Wir müssen erstmal wieder rauskommen aus Meridian und da mal in die grobe Richtung rennen. Wir wollen erst zu ihnen rennen, deswegen gucken wir in die Richtung. Da der einzige ist, der nördlich ist, die anderen sind etwas südlicher. Jetzt bin ich wieder hier in Meridian und ich blicke überhaupt nicht durch. Wie geht's? Ich laufe hier immer hinterher, ich weiß nicht, habt ihr keine Ahnung. Jetzt glaube ich, jetzt habe ich einen Ausgang gefunden. Okay. Haben letzten Videos ein bisschen unsere Kapazitäten erhöht. Brauchen noch dies oder das, um es auch weiterhin so zu betreiben. Mal gucken, ob wir da noch was finden. Wir könnten zwar reiten, aber ach komm, wir laufen gerne. Weil wir wollen noch ein bisschen Sachen finden, von daher ist das nicht schlecht. Ich glaube, wir haben ganz viel Kühlsachen. Müssen wir mal schauen. Kleinen Moment. Ressourcen. Achso, stimmt. Auf Verkaufen und halt. Ja, das hier. Na. Wir verkaufen natürlich alles, beziehungsweise. Ja, komm, alles. Wir haben jetzt noch 200, da kommt es ja auch noch weg. So, passt. Ja, gut. Haben ein bisschen Geld gekriegt, nicht, dass wir das bräuchten und brauchen. Dafür haben wir echt genug gerade zur Zeit. Wo komme ich denn da hin, wenn ich da runterreise? Egal, wir reisen nicht da runter, wir laufen hier weiter die Straße entlang. Sind ja auch schon gleich da. Wollen wir nichts Böses unter uns? Wenn dieser Gavan hier vorbeigekommen ist, sollte ich mal in der Taverne fragen. Na klar, fragen wir mal in der Taverne, ich weiß gar nicht. Ist das hier? Ach, da ist sie. Aber zumindest hat sie damit die Männer ihres Hauses geehrt. Ohne zu zögern, sie hat sich zwischen... und unseren Sonnenkönig geworfen. Die erzählen von uns. Die Sonne ist mein Zeuge. Noch nie war hier eine Nora zu Gast. Und ein Mann namens Gavan? Nein, ich kenne keinen Gavan. Aber wir sind eine Handelsstadt. Hier kommen viele durch. Da bin ich mir sicher. Auch solche, die niemand sehen soll. Ich weiß nichts von deinem Gavan. Wenn er Ärger macht, tja, geht mich nichts an. Ich habe jetzt zu tun, Nora-Mädchen, wenn es recht ist. Völlig unverdächtig. Ich sollte mich hier mal ein bisschen umsehen. Oh, da sind viele Wildschweine. Ich weiß gar nicht, brauchen wir Wildschwein? Ah, halt, davon ist was. Was ist hier? Na, komm. Hallo, Gavan. Wie hast du mich allein aufbekommen? Aber gut, dann folgen wir mal. Und du warst nicht allein.
Nehmen wir gleich nochmal das Feuer mit. Was? Hier sind zwei Missionen noch weiter. Also, wir haben noch ein bisschen was zu tun. Ich weiß nicht, ob wir nochmal hier zurückkommen. Wir können schon mal die Mission starten. Die maschinenreitende Nora mit dem Spezialspeer. Welch ein Glück, dich zu treffen. Ich habe einen Vorschlag. Komm näher. Nenn mich Fernand. Hey, Fernand. Meine Augen sind hier. Ich betrachte deinen Speer. Er ist prachtvoll, aber wie funktioniert er? Man steckt seine Spitze in die Maschine. Ja, aber wie macht er aus Feinden Freunde? Ganz einfach, wirklich. Ja? Aber das verstehst du nicht. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Ich kaufe und verkaufe nichts, also Pech gehabt. Es sei denn... Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Okay, Fernund, was für ein Vorschlag. Als der idiotische Kaja-König herrschte, versteckten Fremde oft Wertsachen von Räubern. Tja, ich fand eine. Was ist es? Ein Relikt von den Alten. Du würdest es vermutlich besser begreifen als ich. Doch leider liegt es in zu großer Höhe für mich. Aha, und ich soll es jetzt für dich holen? Ein brillanter Plan. Du kannst bestimmt besser klettern als ich, ganz sicher. Hol es. Bring es her und wir teilen den Gewinn. Soll ich nicht erstmal schauen, was es ist? Das geht auch. Was machst du denn genau? Ich handle mit Basteleien. Ich glaube, das hatten wir gerade schon mal gefragt. Aber in diesem Fall kaufst du ja nichts. Manchmal da finde ich auch Basteleien. Gut. Könnte interessant sein. Was soll ich tun? Das Relikt liegt beim Anstieg zum Dämmerberg. Bring es zu mir an den Meridian Docks. Und es wird sich auszahlen. Das werden wir sehen. Okay. Da hinten war auch noch eine. Die werden wir auch gleich mal noch mitnehmen. Denn, ja. Weiß nicht, ob nochmal herkommen mögen. Aber dann haben wir das schon. Da brauchen wir nicht, das nochmal zu machen. Lass mich in Ruhe. Siehst du nicht, dass ich am Suchen bin? Okay, was ist los? Ist jemand reingefallen? Nein, ich. Hast du ein Mädchen gesehen, etwa 17? Ich kann es nicht sagen. Glaubst du, dass sie sich umgebracht hat? Ich weiß es nicht. Elida, meine einzige Tochter, sie ist weg. Wer sucht sonst noch nach ihr? Ich sagte den Wachen, dass sie weg ist, doch das war wohl sinnlos. Sie sagen, in dem Alter laufen Mädchen öfter weg, nicht meine Elida. Ich habe ihre Freunde gefragt, doch sie haben sie seit Wochen nicht gesehen. Wochen! Warum weiß ich das nicht? Aber sie suchen sie. Ich war schon überall und dann dachte ich, sie könnte hier im Wasser sein. Bei der Sonne. Wo sahst du sie zuletzt? Gestern Abend. Zu Hause. Es ging ihr besser. War sie krank? Sie wirkte so betrübt. Da freute es mich, dass sie in den Garten wollte. Aber sie kam nicht wieder. Hat sie sich denn ungewöhnlich verhalten? Sie war wie ein anderer Mensch. Sie war ein glückliches Kind, spielte draußen mit den Jungs. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Sie ist grundsätzlich anderer Meinung als ich. Hasst die Waffenruhe. Glaubt, wir hätten den Krieg gar nicht erst führen sollen. Seit Monaten sehe ich kein Lächeln. Sie hockt immer in ihrem Zimmer. Ich hätte auf sie achten müssen. Ist im Krieg was passiert, das sie aufgebracht hat? Er hat alle aufgebracht. Die Grausamkeit des verrückten Königs. Das Blut auf der Straße. Itamens Männer stürmten auf der Flucht hier durch. Es gibt jetzt eine Waffenruhe, aber Elida grübelt mehr denn je darüber.
Es macht dir Sorgen, dass unser Volk so entzweit ist. Ich kann Spuren lesen. Ich kann sie suchen. Wo war sie zuletzt? Im Garten. Bitte. Vielleicht findest du dort etwas. Ich tue mein Bestes. Möge die Sonne dich führen. So, schau noch kurz hin. Oh, die ist also diese kleine Nähe. Oh, das ist noch ein Fragezeichen. Okay, jagen wir ihn später und machen erstmal hier weiter. Wo ist denn die andere Mission? Sehe ich gerade nicht. So, spontan halt nicht. Okay. Folgen wir erstmal der und suchen mal die Tochter. Können dann auch noch nebenbei noch gleich die andere Mission aufnehmen. Die ist da hinten irgendwo. Da drüben. Noch auch hier wird der Brücke lang. Ich glaube, geht schneller als durchs Wasser. Selbst in guten Zeiten mache ich kaum Profit. Besonders, weil ich immer so viel wie möglich den Bedürftigen gebe. Möchtest du etwas Obst? Genieß es lieber, bevor sich jemand mit dem Rest davon macht. Hat dich denn jemand bestohlen? Ja, beinahe jede Nacht. Nicht so viel, dass ich zumachen muss, aber genug, um weh zu tun. Hat der Dieb Spuren hinterlassen? Nur ein paar Schalen von Früchten am Lagerhaus. Keine Hinweise. Warum gehen die Wachen dem nicht nach? Die Wachen geben Tieren die Schuld. Doch das glauben sie selbst nicht. Sie haben wohl andere Sorgen als meinen schmalen Lebensunterhalt. Hast du irgendeinen Verdacht? Die meisten Leute hier kenne ich seit der Kindheit. Ich glaube nicht, dass sie Obst stehlen würden. Was aber ein paar andere Sachen angeht. Ich kann Spuren lesen. Ich kann den Dieb suchen. Wirklich? Vielen Dank. Du könntest in meinem Lager am Fluss anfangen. Jemand muss verzweifelt sein, zu stehlen, statt einfach zu fragen. Mal sehen, was ich finde. Wir machen aber erstmal die andere Mission. Und so erstmal das Mädchen. Ja, ja, noch nicht rum, du Weichei. Die Osseram-Händler sollte man im Auge behalten. Sie hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Flasche? Sie hat wohl gefärbt. Du solltest hier nicht herumlungern. Blickt man damit nicht in die Ferne? Okay, ein bisschen was zu durchsuchen. Oh, riecht wie faule Eier. Lieber weg damit. Wozu braucht man ein Fernglas im Garten? Ja, ach, Gärtner. Etwas vergraben? Nein, ausgegraben. Das hat Spuren hinterlassen. Schön, haben wir schon mal Spuren. Aber wir suchen erstmal die kleine Kiste mit. Und hinterher. Oh, meine armen Füße. Blütenblätter. Warum hat sie Blumen aus ihrem Garten mitgenommen? Zum Heilen? Hast du irgendwas vergiftet? Ja, keine nämlich deutlichen wo. Hinweise. Ich gebe dir Bescheid. Auch noch eine Kiste? Gucken, was wir finden. Da ist Holz, aber das brauchen wir nicht. Da haben wir echt viel von. Das auch nicht, nein. Die Blütenblätter hören hier auf. Am Wasser. Könnte Ihr Vater recht haben und er hat nur am falschen Ort gesucht? Seile, um ein Boot festzumachen. Vielleicht ist sie damit zu dieser Insel gefahren. Oh. Ich werde schwimmen müssen. Ah.
Mal gucken, was wir finden. Oh, es wird langsam hell. Und schon sind wir da. Das Band. Oh, wir haben das Boot gefunden. Das sieht vielversprechend aus. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal um ihn, bevor er sich um uns kümmern möchte. Es kommt langsam näher und ich bin, glaube ich, zu nah am Boot. Oh, ich dachte, wir schaffen es uns. Und es uns verletzt, aber nein, natürlich nicht. Schade. Mit dem letzten bisschen hat es uns fast noch. Ach, was war noch Zeit, das schnappen wir noch. Oh, halt, wir brauchen eine Ratte. Schön. Ratte hat's. Ich weiß gar nicht, brauchen wir Rattenknochen oder müssen wir mal schauen, herstellen und trage. Ja, nur die Knochen. Brauchen wir den Truthahn? Cool, 10. Na gut, reden wir mit ihr. Oh, die ist auch schön. Schön. Warum lebt die und streckt es immer an? Sie kann es dir bequem machen. Wer bist du? Wo hast du so kämpfen gelernt? Was machst du hier überhaupt? Vielleicht kannst du mir erstmal ein paar Fragen beantworten. Was machst du hier auf dieser Insel? Ich wollte allein sein. Dein Vater denkt, dass du tot bist. Dass er überhaupt gemerkt hat, dass ich weg bin. Er lässt das ganze Dorf nach dir suchen. Er ist besorgt. Da... Das Schnappmaul hielt mich auf. Du hast es erlegt. Also danke. Ich komme jetzt zurecht. Warum sind die Blumen hier? Einfach nur so. Ich will es hier schöner machen für uns. Für uns alle. Wer ist uns? Ist sonst noch jemand hier? Nein. Nein. Ich wollte meine Freunde damit überraschen. Hier ist sonst niemand. Offensichtlich. Gehen wir zusammen ins Dorf zurück. Ich möchte mich noch um den Garten kümmern. Ich bleibe nicht mehr lang. Ich komme klar. Versprochen. Weißt du, ich glaube, ich bleib auch noch ein bisschen und sehe mich um. Das ist doch nicht nötig. Glaube schon. Schlafsäcke. 2 Stück. Und 2 Tassen. Sie war nicht allein hier. Elida scheint einen Freund zu haben. War sie schon fertig mit Untersuchen der Insel, oder? Und schaffen wir es? Nein, das ist nicht. Schade. Elida, wenn du allein sein wolltest, warum die beiden Schlafsäcke? Und lüg mich nicht wieder an. Bei der Sonne. Ich weiß nicht, wo er ist. Wer?
Atral. Er gibt ein Signal, wenn wir uns treffen können, aber er ist nicht hier. Wie kommt es dann, dass ihr euch hier trefft? Wir spielten früher hier. Als er weg war, kam ich manchmal noch her. Eines Tages war er dann hier. Und er lächelte mich an. Wir spielten wie damals als Kinder, aber er war so anders. Es war der Krieg. Wir waren keine Kinder mehr. Danach trafen wir uns heimlich. Er entzündete ein Feuer, wenn es für ihn sicher war, seinen Posten zu verlassen. Doch letzte Nacht kam er nicht. Ich habe die ganze Zeit gewartet. Außer dir ist niemand gekommen. Wer ist Atral? Ein Freund aus Kindertagen. Bei der Gartenarbeit steckte er mir immer Würmer in den Kragen. Ich habe das gehasst. Aber dann trafen wir uns hier und alles war ganz anders. Wir redeten stundenlang. Er half mir beim Blumenpflanzen. Ich brannte darauf, ihn zu treffen. Als ob ich tot wäre und nur lebe, wenn ich mit ihm hier bin. Weißt du, wie das ist? Ich... Nein, eher nicht. Warum die Heimlichtuerei? Atral ist ein Soldat der Kaja im Schatten. Er ist im Außenposten, hinter dem See. Es ist Verrat, wenn wir uns treffen. Wie soll ich das Vater sagen? Oder sonst jemanden? Genug jetzt. Du musst nach Hause. Bitte. Wenn du schon mal hier bist, suchst du nach Atral? Er hat auf der Insel dort das Feuer entzündet. Wenn ich gehe, tötet man ihn vielleicht. Oder die Waffenruhe bricht. Doch eine Nora kann hin. Ich wollte doch nicht, dass das passiert. Es tut mir leid. Ich tue, was ich kann, wenn du zu deinem Vater zurückgehst. Okay. Aber komm später zu mir. Ich kann nicht schlafen, nicht atmen, wenn Atral da draußen sein könnte. Verletzt. Die letzten, die ich begegnet bin, die habe ich getötet. War ja noch vielleicht auch nicht so. Oh, muss jetzt echt wieder rumschwimmen. Na gut. Oh, sind gleich da. Kannst gleich mal gucken, was dann passiert. Ob wir dann kämpfen müssen, ob wir freischießen. Oder einfach nur reden. Die Überreste des Feuers. Es scheint einen Kampf gegeben zu haben. Jemand wurde weggeschleift. Na, das war er bestimmt. Also auf zur Rettungsmission. Gleisig sind da natürlich keine Oh, der macht mich das weich. Das muss Atral sein. Er soll reden. Hier sind ganz schön viele Wachen. Dass der mit uns vielleicht gibt es noch einen Eingang. Ich sag's dir, überall Verräter. Na, ich weiß nicht. Klar, sobald es härter wird, gehen sie auf. Wow, wo kommst du denn jetzt her? Wow. Hör doch mal auf, mich zu hauen.
hier vorne reingehen können. Ich werde nicht sterben. Doch, hörst du. Ui. Ja, das lief jetzt nicht so toll. Also leise ist anders. Glaube ich. Nicht erholen. Bei meinem Kater. Au, au. Jetzt die Schlinge. Das werde ich morgen noch spüren. Nein, wirst du nicht. Das tat weh. Oh, toll. Gut. Also das war überhaupt nicht gut. Das lief überhaupt ganz schlecht. Ganz, ganz schlecht. Ich glaube, wäre geil, ob wir hier oder vorne reingehen. Oh nein, sogar. Wie können wir davon noch mitnehmen? Ach, da drüben ist er. Atral. Bist du Atral? Elida schickt mich. Elida, ich wollte sie fragen, ob sie mit mir weggeht. Irgendwohin, weit weg. Irgendwo in die Sonne, wo kein Schatten uns erreichen kann. Doch es hätte nicht geklappt. Sie wären mir gefolgt. Das weiß ich jetzt. Elida, sag ihr, dass sie nichts über die Insel wissen. Sie ist sicher. Gib ihr das. Sag ihr, das ist es wert. Atral? Ich glaube, der ist ein bisschen tot. Okay. Nein, wo renne ich denn wieder lang? Wir rennen natürlich wieder zur Insel und gucken, was passiert. Aufgeregt. Oh, neun können wir mitnehmen. Okay, ist mir Bescheid. Hier unten ist noch irgendwas. Und hier kamen wir. Also, hier kamen ich wir. Ich halt länger durch als der Sturm. Wieder in der Stadt, in dem Dörfchen. Ach, wie soll ich das haben? Ich glaube, wir müssen wieder zurück ins Dörfchen. Nein, ist doch nicht hier, stimmt. Ich würde eigentlich da lang springen. Ganz gekonnt und schick, aber hat nicht geklappt. Schade.
Das ist Holz und das brauchen wir nicht. Können wir gleich weiter schwimmen und uns dann dahin begeben. Den hätten wir gebraucht. Genau den. Der hätte es bestimmt gehabt. Ich habe leider keinen... Hier. Rest. Ne? Ich kümmere mich um meine Angelegenheiten. Das ist nett. Nein. Okay. Kurz reinschauen kostet doch nichts. Du solltest deine Vorräte aufstocken, bevor du weiterziehst. Immer konzentriert, immer wachsam. Das ist meine Meinung. Das sind wir. Huch, wo ist sie denn? Ach, da hängt sie ab. Noch eine Flasche voller Gift. Ich schütte es weg. Sag es nicht. Ich weiß, er ist tot. Die Schattenkaja fanden ihn. Doch du solltest wissen, er hat dich nie verraten. Ich soll dir diesen Schlüssel geben. Der passt ins Schloss, das er mir gab. Er sagt, das zeigt unsere Verbindung. Danke für den Schlüssel. Danke für alles. Er sagte, das war es wert. Alles. Ist alles okay? Nein. Aber schon bald. Sagst du da gerade, was ich glaube? Elida, nein! Sieh mich an! Sprechen mit Herz. Sieh mich an. Ich kann mir nicht vorstellen, wie du dich fühlst. Aber du bist nicht allein. Dein Vater war verzweifelt, als er dich für tot hielt. Wirklich? Er behandelt mich immer noch wie eine Puppe. Kostbaren Besitz. Nein. Und ohne Atral bin ich allein. Das ist es nicht wert. Warte, Elida. Ich lag falsch mit Atral. Er sagte nicht, das war es wert, sondern das ist es wert. Alles. Die Trauer kann einen überwältigen. Aber sie erinnert uns an wertvolle Verbindungen. Zu Atral. Sogar zu deinem Vater. Atral hätte gewollt, dass du dich erinnerst und weitermachst. Ich weiß es. Einverstanden? Ich versuch's. Bitte, lass mich deinen Vater holen. Redest du mit ihm? Na schön. Okay, da holen wir den alten Herr. Wo ist er denn? Genau da. So. Ich hätte dir was dafür geben sollen, dass du Elida gefunden hast. Ist irgendwas? Elida braucht dich. Zum Zuhören. Sofort, geh in den Garten, schnell! Ich gehe. Jetzt sofort. Ach so, das war's. Ach komm, wir gucken noch mit hin. Es geht um Atral, Vater. Wir waren zusammen. Ich wollte nicht das. Atral? Ja, ich erinnere mich. Ihr wart noch so klein. So klein wie die Blumen in unserem Garten. Aber er ging nach Westen. Sie haben uns nie erwischt. Er verriet nichts. Sogar als... Oh, Elida. Immer wenn ich Edikte schrieb, dachte ich... Ich dachte, meine Arbeit schützt dich vor diesem Krieg. Alles nur Pergament. Fast hätte ich dich verloren.
Hand. Es tut mir leid, Vater. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was du durchmachen musstest. Doch jetzt werde ich mich bessern. Danke für diese zweite Chance. Es wird nie gerecht sein, dass er starb. Doch ich lebe weiter. Für ihn. Hätte ich nur gewusst, all die Zeit, was sie durchmachen musste. Aber jetzt wird es besser. Okay, also haben wir die wieder zusammengeführt. Sehr schön. Okay, ich würde sagen, an der Stelle machen wir erstmal Schluss und machen dann nächste Video gleich weiter mit der nächsten Mission. Beziehungsweise ist eine Nebenmission, die sind alle nicht so... Was ist das? Nein, da ist man nicht. Wird. Was ist denn das für eine Mission? Das ist alles so weit entfernt. Halt. Ach so, stimmt das ja. Ja, machen wir erstmal das ein bisschen und... Ist jetzt nicht riesig viel wert, aber ein bisschen. Okay, also. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid. Natürlich dürft ihr gerne das Ganze kommentieren, abonnieren und ganz, ganz viele Däumchen hinterlassen. Also, nächstes Mal machen wir weiter, machen noch die eine oder andere Mission hier in der Stadt. Dann ist ja noch die Mission. Und dann begeben wir uns weiter auf die Suche nach den Verbrechern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielen, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Euer Coach hier. Bye.